Man sagt, dass die Augen das Fenster zur Seele seien. Aber ihre Augen, ihre weißen, hervorstechenden Augen, sie waren so faszinierend. Sie war so wunderschön. Sie stand mitten in meinem Zimmer und starrte. Aber sie starrte nicht mich an. Es war eher so, als ob sie durch mich hindurch schaute. Ihr plötzlicher Schrei durchzog die Nachtluft und ließ mich aufschrecken. Dann verschwand sie in die Nacht und meine Augen legten sich auf ihren Schatten. Es war der Schatten, den sie warf, als sie mein Fenster und Jalousie von außen öffnete. Der Schatten, den sie warf, als das Mondlicht auf ihren Rücken fiel. Die Silhouette war noch immer auf dem Boden zu sehen, aber sie war verschwunden. Diese dunkle Gestalt auf meinem Boden fing an, näher und näher zu meinem Bett zu kommen, bis es sich direkt neben mir befand. Aus schierer Angst wagte ich es nicht, über die Kante meines Bettes zu schauen. Eine fürchterliche Stille streckte sich über eine gefühlte Ewigkeit, aber letztendlich fing mein Herz an, sich zu beruhigen. Ich hielt meinen Atem an und entschied, über die Kante meines Bettes zu schauen. Augen, kalte, tote Augen starrten mich leblos an. Ich konnte nicht wegschauen oder mich wegdrehen. Ich war von ihrem Blick gefangen. Blasse, verdrehte Hände streckten sich langsam nach mir aus. Alles in mir schrie und trat umher, um mich loszubekommen, dass ich reagierte oder zumindest etwas sagte. Aber nichts passierte. Ihre Hände berührten mein Gesicht. Dann stoppte sie. In einer schnellen Bewegung vergrub sie ihre Fingernägel auf beiden Seiten meines Halses. Meine ängstlichen Verkrampfungen lösten sich und ich spürte, wie etwas Warmes meinen Nacken hinunterlief. Mein Blut. Ich winselte vor Schmerz, aber wurde weiterhin von ihr festgehalten. Vorsichtig zog sie mich an ihr ausdrucksloses Gesicht. Dann hing sie ihren Kiefer wie eine Schlange aus und enthüllte Reihen über Reihen mit dreckigen Zähnen. Ich hatte Angst. Ich war allein. Ich wachte in einer Pfütze aus Schweiß und Tränen auf. Ich versuchte, meinen Atem zu fassen, während ich meine Augen rieb. Doch plötzlich bemerkte ich etwas. Mein Fenster stand weit offen und Mondlicht fiel hinein. Ein Schatten stand in der Ecke meines Zimmers. Ein Schatten mit kalten, weißen Augen. Man sagt, dass die Augen das Fenster zur Seele seien. Aber sie hat keinen.